Kann gleich gedrillt werden, die Armee. Ashanti möchte eine Allianz haben. Ihr seid aber klein, Ashanti. Du wirst dich doch sicher vasalisieren lassen, Claro. Mit Yao? Eher nicht, weil die mehr als 100 Development haben. Was mit Bonoman? Auch nicht. Anti würde sich vasalisieren lassen. Habt ihr irgendwie viel Land, was ich zurückerobern kann? Ein bisschen. Ein paar Provinzen. Aber kaum der Rede wert. Will ich Ashanti als Vasall haben? Zu viel Mühe. Noch mehr Vasallen. Bock drauf. Labar steht. Wird werden. Und. Hier einer. Ein. Oh, Moment. Das sind auch alles Provinzen, die in die Trade Company gehören. Gemacht. Zumba noch nicht. Zumba war es nicht in der Trade Company. So. Genau, ich wollte diesen Bereich jetzt hier so ein bisschen kolonisieren. Die Molukkas. Um mal hier alles an durchzukolonisieren. Das sind relativ gute Gebiete. 10, man sieht hier 10, 11, 8. Development hängt hier. Und ansonsten, was ist, wenn ich Großbritannien beleidige? Ich will mal Großbritannien beleidigen. Großbritannien klappt. Interessant. Da kriege ich Power Projection von. Habe ich für 5 Jahre immerhin, kriege ich nochmal extra Points. Hochinteressant. Das Gebiet. Denn ist das gut? Wüste. Nein, auch shit, das Gebiet. Ich weiß noch nicht, wo ich entwickeln soll, welche Gebiete. Ich habe alles mehr oder weniger bereits entwickelt. Dra braucht noch ein bisschen. AK noch. Na gut. Ein paar Punkte reinschmeißen. Was ist denn das? Kampfdeckel. Armee kann gedrillt werden. Armee kann theoretisch gedrillt werden. Major Feed baut ein Spineswerk auf uns. Ich meine, ich wollte Brunei angreifen. Allied with Zulu. Mehr als 100 Development. Nur mit Zulu bist du verbündet. Dann müsste ich dich eigentlich platt machen. Ja. Muss ich dich eigentlich platt machen. Agahut und Hotner. Nee, den interessiert uns nicht. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte das hier machen. 100 Points. Wenn ich auf Step 3 hochgehe. Ja. Was wollte ich machen? Declare War. Big Brunei. Mein Ziel. Hopp. Bild. Das packe ich auf die Armee drauf. Da. Geh da hin. Der nicht fertig, der ist schon fertig, ne? Ja. Der auch? Ja. Okay, dann können die beiden hier auch wieder weg. So,
habe ich gerade gekämpft. Kann sie auch da drauf stellen. Amaronen sind doch sehr viele. Ruthenien. Exit. Ja, die haben noch keine Tags, das weiß ich. Zumindest nicht viel. Oh, stell dich auf Brunei drauf. Annaba ist nur eine Core-Provinz. Fuß mit Frankreich ist vorbei. Vermutlich werden die gleich. Oh Gott. Ja. Das ist der Liquor. Liquors. Fußes. Erstmal, der wird gleich Vianagar wieder unterstützen. Ich hoffe halt nicht. Macht, aber. Keine Ahnung. So. Das ist eine Trade-Provinz. In Bonny wird noch ein Marktplatz gebaut. Noch ein? Wo habe ich denn noch ein? Bekommen, Merchant. Portuguese Company Molucas. Hier bin ich die stärkste Trade-Company. Scheinbar. Ich habe 46%. Okay. Muss mal eben sehen, wo ich noch einen langziehen möchte. In Goa kann ich noch ein bisschen runterziehen. Noch was zu konvertieren? Nein, zurzeit nicht. Hier bin ich ganz klar die höchste Weltmacht. So, kein Wunder, ich bin der Einzige, der in diesem Gebiet überhaupt was hat. Unser Kommandant ist gestorben. Sind alle schlecht? Tauschen wir die aus. Hallo, Taris. Wollte ich noch mehr? Nein. Eigentlich will ich nur mit dieser einen Armee, dass sie eben schnell ein paar Sachen einnehmen. Wenn Brunei gefallen ist. Sibu könnte ich eigentlich auch nehmen. Ist so shit. Habe ich auch einen Claim drauf. So. Fort Defense, Moral von Armeen. National Manpower Modifier. Der Manpower Modifier ist nicht so bad. Ich will eigentlich lieber Moral von Armeen, ist eigentlich ziemlich okay. Nein. Können wir so lassen. Ich brauche noch mehr. Will ich in das Bohren ein Fort bauen? Nein, will ich noch nicht. Ich muss erst eine Uni rein, bevor ich dann Fort baue am Ende. Drill und Drill. Ja. So. Hat neues nun gehört. Siege of Brunei. Okay, Brunei wird erobert. Ich werde Army-Professionismus bekommen. Ich kriege Brunei Hard Devastation. Hundert Devastation. Machen wir das hier, kriegen wir 5 Army Professionalismus und das ist die geringste Devastation auf Brunei. Okay. Next. Der Bar wurde bekehrt. Konstantin wurde gekort. Agaut wurde auch gekort. Ich schätze mal, der würde auch schon alles abtreten an mich. Brunei und Sibu. Ja, würde er. Problem ist, ich kann das nicht annehmen, weil ich sonst mich zu overextende. Ich muss erst das hier warten. Bis 16.03 werde ich ihn halt plündern. Das ist mein nächstes Ziel. Daphna. Ceylon verbündet. Barmanes für Krieg mit wem? Mesorn Ceylon.
Kamerun ist nun geht jetzt. Heißt jetzt Bern. Und war dein Kolonist drin? Nein, war es nicht. Zwei sind unterwegs. Ist hier noch einer drin? Nein. Wo sind meine Kolonisten? In Sumba ist noch einer. Ja. Toll. Und nach. Da ist einer unterwegs. Jetzt nach Posso. Da wird gekort. Das heißt, ich kann da gerade nichts machen. Dann ist auch einer unterwegs. Auch in Kendari brauche ich demnächst eine Armee. Mal hier eben zwei Kantrinen aus. Wir sind hier 6000 und 6000, das ist okay. Die Armee gleich hier rüberschaffen nach Kendari. Wow. Ja, aber normalerweise ist 18:21 vorbei, wenn man ganz regulär spielt. Brauche ich irgendwo Claims? Möchte ich irgendwas haben? Eben schauen. Das werde ich gleich einnehmen. Die zwei habe ich schon in Molukkas. Philippinen. 4,8. Die man verbündet mit Sulu, Manguindo und Manila. Wer ist denn das? Das sind die hier. Ja. Das ist egal. Auch Coastal Center. Okay, da sind zwei Coastal Center. Der hat auch eins. Mayanila. Auch auf dem Coastal. 32 und der hat 23. Das heißt, das ist ein besseres Ding. Sulu, Mangandio und Cebu. Ja, diese Inseln sind uns ziemlich egal. Okay. Achso, ich sollte das Schiff vielleicht dahin bewegen, weil ich hier versuche, was zu siegen. Und mit dem Schiff erhöhe ich das gleich um einiges die Chancen. Das Boa ist mittlerweile auch schon eingetaucht. 1,6. 0,8 in der Gavre, das ist aber wenig. Warum 0,8 in der Gavre? Nur Printing Press. Das dauert ein bisschen lange. In der Gavre kein Marketplace? Einmal nicht. Marketplace. Naja. Wir lassen uns ein bisschen Zeit mit Global Trade. Ist nicht so wichtig. Ups, wir sind da oben voll angekommen. 1018 können wir momentan hoch. Ist auch auf 20. Agadir ist auf 20. Ich glaube, ich habe wirklich mittlerweile alle Provinzen, die vom Land her gut sind. Nicht? Simple Terrain. So. Ja. Alle Provinzen, die vom Land her gut sind. Eigentlich. Natürlich auch so aussieht zum Beispiel Cape Coast. Kann ich auch noch verbessern. Zum Beispiel, das erhöht das um 0,8. Das ist jetzt nicht so viel. Ach, das wird mehr sein. Ich push mal ein bisschen. Okay, ja. Livestock. Porto. Porto ist noch 25. Egal. Können wir auch auf 30 pushen.
Oh, was? Wenn es zählt uns die Growth of the Perfume Industry. Incest wird nun in Ferrara. Was? Wirklich? Weihrauch wird nun in Ferrara produziert. Wo ist denn Ferrara? Da ist Ferrara. Weihrauch. Ah. Interessant. Dann war es ein neues Trade-Gut gekommen. Weihrauch in Ferrara. Gab's früher auch noch nicht. Das ist mir neu. Latest of Lombok. Wo ist mein Memmingen? Vielleicht sind die da. Ich muss diese zwei direkt auf Kendari packen. Gut. Und die jetzt nochmal halbieren und einen auf Poso. Habe ich 5. Zumba ist gleich fertig. Dann kann der direkt hier weg. Dann schon mal direkt nach Palu. So, Zumba ist nämlich fertig. Zwei können wir von Zumba abholen und ihn nach Palu schicken. Und die Zellets. Wo denn? In Lagaut. Werden gleich weggehen, vermutlich. Also die werden nicht ausbrechen, glaube ich nicht. Weil gleich wird hier ein bisschen runtergehen. Wenn Overextension runtergeht, dann geht auch das Revoltenrisiko runter. Push nochmal weiter. Übrigens werde ich das hier wegmachen und auf... Welche Idee wollen wir denn als nächstes haben überhaupt? 18. Mit 18 kriegen wir die nächste Idee. Eine Militäridee wäre nicht schlecht. Humanist ist manchmal ganz in Ordnung. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Innovative. Each Decay, Mercenary Maid. War Exhaustion pro Monat runter. Vermutlich, ne, irgendeine hiervon. Offensive oder Defensive? Vermutlich Offensive. Bessere Generäle, mehr Siege Ability, größere Armee, mehr Disziplin. Nicht übel. Ja, Offensive als nächstes. Bescheid, was wir machen wollen. Weg mit, Ist gut. Ah, das Ding ist gefallen. Wunderbar. Wir könnten die Institution embracen. Kostet uns 3000. Können auch noch ein bisschen warten. Ist ein bisschen mehr Provinzen das haben. Wie Porto oder sowas. Die brauchen nicht ewig lange dafür. Porto braucht lange dafür. Warum braucht Porto so lange dafür? Marketplace, Trade Power at least 25, Trade Power at least 15. Ja. Überlege, ob ich hier... Moment. Bei Iras habe ich Manpower. Ob ich hier eben Institution Spread erhöhe. Vielleicht auch Porto zum Beispiel. 0,41 pro Monat. Okay. Das ist okay. Lass uns das mal so machen. Noch mehr Claims hier draufsetzen? Nee, ne? Brauche ich dafür? Ich brauche dafür 30. Ist gleich soweit, nächsten Monat.
Tunesia, das sind diese vier Provinzen. Davon haben wir auch, bis auf Sousse haben wir dann auf alles ein Claim. Okay. Das sind dann 17, 23, über 30 schon mal, die wir jetzt direkt holen. Was gut ist. Nein, Brunei, wir wollen noch keinen Peace haben mit dir. Wir plündern dich noch ganz fröhlich hier, die Provinzen. Dann wir. Die Berber mögen uns mehr. Gut. Die Berber akzeptiert? Ich glaube schon, ne? Die Berber sind akzeptiert. Palu. Weil da kommt nicht halt auch eine Kolonie hin. Drillen die immer noch? Ja, die drillen immer noch. Army-Professionalismus haben wir nicht mittlerweile. Gar nicht so wenig. Oh ja, wir haben mittlerweile 42% Regiment Mustering. May we fill Garrison. Okay. Und diese hier. Das ist eine Garrison von 5000. Universitäten kommen bald. General Kampfdeckel ist gestorben. Oh nein! Er ist bei einer Drilling Session gestorben. Holen wir uns mal einen neuen General. Mal sehen, General Nero. General Shadow. Machen wir General Shadow. General Shadow. So. Oh, General Shadow ist ein guter Kampfgeneral. 5, 3, 2. Überhaupt nichts im Siege, aber sehr guter Kampf. Shadow. Drill mal die Armee hier hin. Okay. Zumba sind die konvertiert worden. Das heißt, Zumba kann jetzt auch zur Backkompanie. Und wir ziehen das meiste hier weg. Die meisten Trade ist sehr gut. Hier ist schon mal ein Marktplatz drin. Und ich sollte hier in den ganzen Dingern sollten Marktplätze rein. Die Trade Power von uns hier in dieser Gegend zu erhöhen. Ah, da wird schon was gebaut gerade. Okay. Aber in anderen Gebieten halt. So, Gabau ist eine Kolonie. Die ist schon Trading drin. Die kriegt aber auch einen Marketplace. Auch ein Marketplace. Die Bar kriegt einen Marketplace. Da steht schon einer. Wunderbar. Schon so eine Kacke. Schon weg. So, wir können auch bald die East India Trading Company. East Indian Trade Company formen. Wir müssen nur Global Trade embracen und dann können wir diese Entscheidung treffen. Dann kriegen wir noch ein Merchant und noch mehr Global Trade Power. Aber ist mir noch ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Also sehe Porto, Quiloa, Siax sind alle irgendwie mega teuer. Provinzen. Und in Siax wächst das, glaube ich, noch nicht mal. Oder zumindest sehr, sehr langsam. Oh, in Malakai ist das sogar schon present. Holy shit, warum war das so schnell? Auch hier in Passai ist das present. Ach, weil die diese Trade-Dinger haben, die gehen halt super schnell, wenn das Trade-Zentren sind. So Coastal Center of Trade oder Inland Center of Trades. Dann die Provinzen kriegen das super schnell. 82 Monate. Moment, ich muss auch nochmal eine neue Kolonie rausschmeißen. Also recallen und nach Gorontalo einschicken.
Alapa und Makassar sind beide. Jetzt müsste das hier runtergehen. Genau. Warten wir halt eben einen ganz kurzen Moment, bis das hier so ein bisschen runtergegangen ist. Und dann machen wir jetzt Brunei und Sibu-Provinzen. Nicht der, kommen wir ja hier hin. Okay. Noch. Also wir holen den mal eben ab. Die, und wenn die zurückgekommen sind, dann holen wir das. What? Ah! Noten. Ein Handelsschiff in Ruhe. Meine Transporter, meine ich. So. Ibu. Und... Mal Porto weiter. Oh, kann er nicht mehr. Das ist eine 30er Provinz, das heißt noch ein Gebäude ist hier gespawnt. Machen wir eine Armee hier rein. Achso, ist schon Training Field. Shipyards. Ich brauche eigentlich noch Shipyards überall. In shitty Provinzen muss ich Shipyards bauen. Eine shitty Provinz. Gao hat schon Production. Aber zum Beispiel so in Kabilia muss ich unbedingt Shipyards bauen. Also Provinzen, die ich sowieso nicht sonderlich gut developen möchte. Einfach um mehr Naval Units zu haben. Auch hier muss ich mal gucken. Shipyard. Doro sieht okay aus. Shipyard. Shipyard. Kann ich mir eine größere Handelsflotte aufbauen? Die zwei Provinzen wollte ich haben. Gib mir mal deine ganze Asche. Was nicht viel ist. War Reparations. Sind die mal. Gut. In den Shit. Hier. Und. Jetzt dann da. Müsste ein Merchant mehr bekommen. Weil wir jetzt hier die stärkste Handelspower geworden sind. Nicht? Aus. Er hat immer noch sehr viel. Oh nein, nicht. Piraten haben hier sehr, sehr viel. Ding. Hochinteressant. Ach so, das Ding gehört doch nicht zur Handelskompanie. Oh. Mal hier so ein bisschen umfriemeln, was hier gebaut wird. Auch nicht gebraucht. Rathaus. What? Oh, unsere Alte ist gestorben. Aber hey, wir sind hier, ja, unsere Dynastie ist ausgestorben, der Avis ist gestorben. Und jetzt haben wir eine Manuel I des Trastrama. Was so ziemlich ungeil ist, ehrlich gesagt. Erstmal muss ich meine ganzen Military Points dazu aufgeben, unser Reich zu stärken. Was macht das hier? Das sackt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Unsere irgendwie verstirbt. Ganz sicher.
70 Points, ist okay. Die nächsten Military Points gehen auch da drauf. Ja, die war sehr, sehr jung. Und wir haben jetzt die Gefahr, dass wenn wir keinen Nachfolger bekommen, dass wir in eine Personal Union als Junior Partner gehen. Vorteil ist, wir könnten eventuell Spanien als Junior Partner bekommen, jetzt weil wir dieselbe Dynastie haben. Das heißt, eventuell, wenn denen dasselbe passiert, dass der ohne Monarch stirbt, dann werden die vielleicht irgendwann mal als... Also wenn der Monarch stirbt ohne Nachfolger, werden die unser Junior Partner. Das wäre sehr geil, wenn Spanien unser Junior Partner wird. Das wäre aber nicht geil, wenn wir bekommen. Ah, das ist gut. Dazu ist eine gute Fähigkeit, die PP. Ist auch in Ordnung, 353 ist okay. Gerade um unsere 666. Was wollte ich machen? Ich wollte...